Ja, Leute, es geht wieder los. YCS-Time. Ich habe mein Deck hier und ich würde sagen, wir fahren direkt los. Endlich angekommen und diesmal mache ich nicht immer so, denn beim letzten YCS-Vlog, da habe ich immer gesagt, so, wir sind hier. Mal gucken, ob ich das durchhalte. Wir sind endlich angekommen. Teil der YouTube-Area. Dort hinten ist noch mehr. Zeige ich euch gleich natürlich. Und wir gehen jetzt einfach mal los in die Halle, denn hier gibt es viel zu sehen. Wir haben unter anderem eben hier Kartenlehnen natürlich, wie immer. Wir haben Price Wall und so. Aber das zeige ich euch jetzt mal im Detail. Wie gesagt, hier gibt es einige Shops. Hier kann man alles holen, was man möchte. Die Karten, die eben noch fehlen für dein Deck. Oder auch, wenn du willst, natürlich Karten verkaufen. Vielleicht zum Ende des Events oder halt vorher, falls man noch ein bisschen Geld braucht. Und hier drüben hier gleich sehen wir dann die Price Wall. Bei der Price Wall kann man eben sich die Sachen abholen, die man gewonnen hat. Denn wenn man zum Beispiel Public Events spielt, kriegt man sogenannte Chips. Und die kann man eben dann einsetzen, um irgendwelche Sachen zu gewinnen. Sei es zum Beispiel, abzuholen besser gesagt. Sei es eine Giant Card, sei es Matten, sei es Hüllen, sei es alles. Ich würde sagen, das zeigen wir nochmal im Close-Up. Und dann gehen wir weiter zur Halle. Natürlich darf ein Blue Eyes nicht fehlen, aber nicht nur ein Blue Eyes, nein, wir haben hier noch viel mehr Giant Cards. Ihr seht es hier, richtig coole Giant Cards, richtig nett. Und da hinten geht einer schon, oh nein. Das war, glaube ich, Speed Duel. Eine Karte geht schon weg und wir sehen hier noch Hellensignal. Giant Cards immer geil. Ich wünschte, ich hätte den schwarzen Rosendrachen, aber leider habe ich das nicht. Was soll ich hier sagen? Main Event, genau das ist es, denn dort wird alles organisiert. Bisher, heute ist Freitag, sind 2200 noch was Spieler angekündigt. Ob am Ende so viele da sein werden, werden wir morgen erfahren. Aber hier wird das Ganze registriert, falls man noch Fragen hat oder ähnliches. Und dort an der Seite sieht man so ein bisschen, dort kann man sich eben für Public Events anmelden. Wollen wir natürlich nicht, denn wir wollen am Main Event teilnehmen. Und wir gucken uns natürlich noch die Rest der Halle an. Dort drüben weiß ich, wird noch 3 vs. 3 gespielt. Und heute wird ja, wie gesagt, 3 vs. 3 und Gold-Format, wie so ein Time-Wizard-Format gespielt. Und ja, lass mal die Leute auschecken. Natürlich wird hier auch fleißig getradet. Wichtig, wichtig. Und wen haben wir denn da? Moin. Wer ist das denn? Bro, was soll ich sagen? Ich kann niemand in die Kamera richtig gucken. Was soll ich jetzt sagen? Ja, was darf nicht fehlen? Genau, Essen. Denn ein Riesenproblem ist Essen. Und ich gebe zu, ich habe es auch fast verbockt. Denn ich habe noch heute extra Brötchen gekauft, dass ich morgen was habe. Weil, ja, Verpflegung ist mega wichtig, wenn man halt mehrere Stunden spielt. 3 vs. 3 haben wir natürlich gerade verpasst, aber vielleicht gibt es noch eine Runde. Dann können wir jetzt schon gucken, wie die spielen. Und dort hinten habe ich was gespottet. Das will ich euch auf keinen Fall entgehen lassen. Ja. Wir kennen uns. Ja. Wir haben uns auf der Spiele getroffen. Leider ja. Wow. Und ist dir was aufgefallen? Nein. Dir fehlt vielleicht etwas? Mir? Ja. Ich habe den Würfel geklaut. Ja, ach so. Aber ich habe ihn im Hotelzimmer vergessen. Wenn wir es morgen sehen, kriegst du ihn wieder. Okay, okay. Okay, perfekt. Ja, klar. Ist auf Band. Hier ist es, was ich euch zeigen wollte. Dragon Duel. Ja, Dragon Duel existiert noch und das ist quasi Yu-Gi-Oh! Für die Kleinen. Denn es wäre ein bisschen unfair, wenn jetzt irgendwie ein 8-Jähriger eben am Main Event teilnehmen würde. Deswegen gibt es extra Dragon Duel YCS und dort wird auch ziemlich getryhardet. Vielleicht kriegen wir morgen einen kleinen Einblick, aber das kann ich leider nicht garantieren. Aber wollte ich einfach mal zeigen, Dragon Duel gibt es noch, wird gefördert, der Nachwuchs ist vor allen Dingen wichtig. Und vielleicht sehen wir noch ein paar den einen oder anderen. Wir gehen jetzt jedenfalls erstmal zur YouTube-Area, denn die wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Ja, auf dem Weg zur YouTube-Area sehen wir hier etwas, und zwar die Live-Stage. Hier wird das Feature-Match stattfinden. Wir haben ebenfalls hier ein paar Stühle, ich weiß nicht, ob man den Bild gerade sieht, und hier eben das Feature-Match himself. Weiter gesagt, da geht's weiter, denn dort ist dann eben, sind die Kommentatoren, zwei, ich weiß, dass Lee und Sebastian auf jeden Fall auch dabei sind. Und ganz dort hinten, dort werden dann immer Clips gedreht, denn es gibt ja immer im Stream so Zwischeneinblendungen bzw. Zwischenspiele, Zwischenfilme oder so, und dort wird das Ganze eben aufgenommen. Ich muss sagen, sieht sehr professionell aus, sieht fast aus wie so ein Tonstudio bzw. so Fotostudio. Hier überall Lampen und so, finde ich mega cool. Lampen allgemein ist immer wichtig, denn ja, wenn es nicht ausgeleuchtet ist, sieht man einfach nichts. Und natürlich auch guter Ton ist wichtig. Das wird eben hier stattfinden. Ihr seht, alles groß aufgebaut, mega Fläche, finde ich gut, denn ein Livestream ist wichtig. Amerika, nimm dir mal ein Beispiel. Wenn man von Teufel redet, Sebastian und Leo
in Action hier beim Videodreh. Leo, immer ein gutes Gesicht. Natürlich wird alles vorbereitet für eben dementsprechendes Interview. Habe ja gesagt, ist eben für einen Stream zwischendrin. Wir sind hier mal hinter der Kulisse und sehen eben das Ganze, wie das ab stattfindet. So habt ihr mal eine andere Perspektive. Hier ist die vielversprechende Public Events Area und wir sehen dort hinten Sündenböcke. Es gibt einfach Mini-Giant-Cards von den Sündenböcken und die sehen ziemlich, ziemlich nice aus. Direkt daneben dann hier sehen wir hier, dass wir hier zum einen Duel Links haben und dort hinten links in der Ecke sehen wir schon die YouTube-Area und wir sehen hier rechts die Judge-Area bzw. Q&A. Hier kann man eben die Headshots fragen, welche Fragen man so hat. Funktioniert das, wie es geht oder eben nicht? Und wenn man jetzt hier nochmal rüber zwingt, damit ihr so ein bisschen Einblick der Halle bekommt, hier sehen wir eben einfach die YouTube-Area, Entschuldigung, das ist Feature-Match-Area und eben Kommentatoren und auf der anderen Seite eben hier die YouTube-Area, die ziemlich abgelegen ist, was ich eigentlich ziemlich gut finde, weil hier es etwas ruhiger ist. Ihr merkt es vom Ton vielleicht. Es ist einfach deutlich ruhiger hier und die kann man in Ruhe aufnehmen. Und ich habe vorhin schon das Thema Licht angesprochen. Direkt dort drüber ist eine Lichtquelle, was perfekt ist, weil das ganz gut ist. Ist cool. Finde aber schade, dass es quasi schwarz ist. Ist auch wie in Amerika, aber ist, denke ich, ganz nett. Hier wird eher getauscht und getestet. Und hier sehen wir nochmal einen Riesenbanner. Und dann sind wir hier auch schon wieder am Eingang. Und ihr seht es hier schon, da sagt uns Seto Kaiba auf Wiedersehen. Und das ist der Rundblick eben von dieser Halle. Hier haben wir es endlich geschafft. 3 vs. 3 ist in der finalen Runde. Das bedeutet, hier wird sich entscheiden, wer dieses 3 vs. 3 Event gewinnt. Das 3 vs. 3 Konzept ist folgendes, immer 3 gegen 3, ist ja irgendwie logisch. Und wenn zwei Spieler gewonnen haben, ihr Match, dann hat eben das ganze Team gewonnen. Natürlich gibt es auch ein Unentschieden theoretisch. Ja, das ist das Konzept, finde ich ziemlich cool. In Amerika gibt es dazu sogar YCS, hier leider noch nicht, vielleicht kommt das Ganze. Ja, mega nice, feiere ich übelst. Leider muss man hierfür sehr, sehr früh kommen, weil das startet natürlich pünktlich. Weil man will hier genug Runden haben, ist aber nice, ist auch eine gute Vorbereitung eben für die YCS, die dann natürlich morgen stattfindet. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Typen, der nicht in die Kamera gucken will. Alex. YCS London, warst du dabei? Jetzt musst du auch einen Vlog. Tut mir leid. Nein. Da will man einfach essen gehen in der Stadt. Und dann ist einfach hier so eine Art Festival. Beziehungsweise Konzert. Mega geil. Mega cool. Ich würde sagen, jetzt wird was Leckeres gegessen. Da will man einen Sprite bestellen. Kriegt 7-Up. 02. Ja, moin. So, Essen ist endlich da. Wir haben hier Indisch. Wir haben hier aber auch noch zwei Leute. Einmal den Erin und einmal den Muri. Ich habe gehört, du hast noch nie Indisch gegessen. Nee, tatsächlich noch nicht. Also das wird gleich eine witzige Erfahrung. Ich hatte vorhin irgendwie so eine kleine Soße mit Dumplings bekommen. Das war ultra scharf. Also mal gucken, wie das andere jetzt schmeckt. Okay, dann guten Hunger. Danke dir. Ja, nach einem guten Essen gehört sich erstmal noch ein paar Testhände zu spielen. Ja, Leute, ich habe noch nicht gesagt, was ich spiele. Ich spiele Tier-Elements, aber nicht nur einfach Tier-Elements so, sondern ich spiele ein paar Handtraps und ich spiele Must Change für Dark Lore. Ja. Das ist mein Deck. Mal gucken, wie es morgen performen wird. Ich werde auf jeden Fall berichten. Testen läuft auf jeden Fall. Ich denke mal, ich bin gut vorbereitet. Und dann werden wir morgen mal sehen, wie es laufen wird. Ich verabschiede mich für heute, aber morgen geht's weiter, beziehungsweise für euch nach dem Schnitt. Ja, Leute, was soll ich sagen? Eigentlich bin ich immer der Pünktliche, aber ich bin fast zu spät schon. In einer Viertelstunde geht's los. Deswegen ist auch kein Gimbal und nix. Schnell hergefahren, fast zu spät gekommen. Ich würde sagen, ich komme auf jeden Fall noch pünktlich. Halle ist jetzt gleich da. Ich bin gerade bei Halle 12 von 9, aber knappes Ding noch. Okay. sieht man das überhaupt? Es ist ja so viel. Was ist da denn los? Na gut. Und ich dachte, dass ich schon zu spät komme. Dann komme ich pünktlich. Ich melde mich, wenn ich wieder Ruhe habe und alles aufgebaut ist. Vielleicht erst nach der ersten Runde. Endlich sicher drin. Gibt es Taschenkontrollen. Sicher ist sicher. Und die Halle ist schon mega voll. Wollen wir mal gucken, wo unser Pairing ist, wo unser Platz ist. Halle ist auf jeden Fall proppenvoll. Mal gucken, wie lange es dauert, bis alle drin sind und ob wir pünktlich anfangen können. Ich vermute mal nicht, weil es ist echt noch eine lange Schlange. Und auch Sie sind fast zu spät. Was sagen Sie dazu?
pünktlich. Pünktlich? Wo das denn? Ich muss noch Öl kaufen, noch einmal, aber es ist pünktlich. Damit niemand sagen kann, ich habe ihn dir nicht gegeben. Dankeschön. Limitierter Junk Edition Würfel. Yay! Once again, thank you for being here. There are 2,185 duelists at this event. That's a record for a normal white. That said, please enjoy the tournament. First round of YCS, Infection Battle Adventure starts now. Enjoy. Runde 1 ist vorbei. Ich habe gewonnen, auch wenn das nicht so einfach war. Ich habe gegen Exosister gespielt, mein Hass-Matchup, was ich auf jeden Fall nicht haben möchte. Und ich aktiviere meine erste Karte. Danke. It's time on the run. Okay, jetzt ist Timeout. Aber ich aktiviere meine erste Karte. Was aktiviert er? Shifter. Ich denke mir so, oh mein Gott. Der Astral konnte ihn nicht mehr gewinnen. Er liegt auf Vollboard und die Karte mich sogar nächsten Zug. Zweite Runde dann. Ja, habe ich angefangen und Dark Lore hat übelst das Game gecarried, hat ihn die Headtraps rausgenommen und dann hatte ich halt zu viel. Und Game 3, ja, er hat voll in Nibiru gespielt, er fängt an, baut Full Board auf, echt gutes Board. Ich hätte verloren, aber Nibiru regelt dann halt, von daher Nibiru Game. Das war Runde 1 und ja, die erste Runde ist vorbei. Mal sehen, wie die Runde 2 wird. Ja Leute, woran hat's gelegen? verloren gegen Sprite, Würfelwurf verloren, ist okay, ist trotzdem winnable. Aber Game 1 war so ein bisschen grindy, okay, der Würfel von hat letztendlich dann das Tor entschieden, weil er hatte gute Hand, er auch, haben noch ein bisschen gegrindet, okay. Zweites Game, ich fange an, spiel so, dass ich um die Biro rumspielen kann, aber halt mein Board natürlich trotzdem schlechter ist, also ich habe mit Time Thief geendet und so. Ja, was macht er natürlich? Eine Biro, okay, all fine, setze 3 Karten, denke mir so, naja, das geht auch. Dann Normal Summit er. Geht einfach in ein Monster mit seinem Nibiru, crasht in ein Monster bei mir rein, und zwar den Redur. Und dann Battleface Evilly. Ja, Token muss bleiben natürlich. Und dann war es sogar ziemlich grindy, weil er irgendwie ATK-technisch nicht drüber kam. Aber gewonnen wenigstens. Gewonnen? Ja, Mann. Ja, gewonnen. Ist sehr gut. Gewonnen. Ja, und dementsprechend, ja, ne? Evilly, nette Karte, vor allen Dingen mit Nibiru-Token. Aber was soll man machen? 1-1, ist okay, war ein netter Gegner, hat sehr Spaß gemacht. Und von daher, ab in die nächste Runde. Hier nochmal ein kleiner Einblick. Es ist unglaublich voll. Übrigens, wir sind über 2000 Spieler. Ich glaube 2180. Also ziemlich krass, ziemlich krass. Große YCS. Den anderen habe ich schon gesehen, aber den werdet ihr sicher auch noch sehen. Bis gleich oder nachher. Ja, für euch ist es immer gleich. Für mich ist es halt viel, viel später. Also, cut. Runde 3 auch vorbei. Ich habe gegen Mathemech gespielt und das war mein Endboard. Er hat mir noch Feather Duster gegeben. Ich hatte Set diese 3 Karten und habe ihn dann halt eben angechained auf Lili, die jetzt natürlich weg ist, habe ihm das Feld gegeben, ist halt eine Interruption, Dark Lord, Mathemech halt komplett zerstört, sie kann bouncen direkt durch Redraw, könnte nicht getargetet werden, absolut gut. Und ja, das war Game 2, Game 1 ging richtig, richtig lang und wir haben richtig hart gegrindet. Und gleich kommt wieder Timeout. Aber ich habe seinen Aframax, der nicht gezielt zerstört werden kann, hiermit geoutet. Wichtige Karte, richtig, dass ich sie gespielt habe. Sehr gut. Damit stehe ich 2-1. Und ja, Runde ist vorbei. Und für euch geht's in die nächste. Oh, oh, ganz dringend. Ich habe von Redraw den Gegner das genommen. Ich muss ihn dringend wiedergeben. Es kriegt ein Game Loss, weil er zu wenig Karten spielt. Schnell zur Mainstation und irgendwie den kriegen, dass er die wiederkriegt. Schnell, schnell. Uiuiui, Frisur sitzt auch nicht mehr so. Karte ist abgegeben beim Judge. Die rufen jetzt gleich aus, damit er die Karte wieder kriegt. Weil das war wirklich ärgerlich. Ist mir auch einmal passiert, dass mein Gegner eine Karte eingesteckt hat und ich dafür ein Game Loss bekommen habe. Das fällt natürlich nur auf beim Deckcheck oder so, aber es ist halt ziemlich ärgerlich. Vor allen Dingen, es war parallel Exit, halt eine Karte. Ich weiß nicht, ob er 2 oder 3 spielt. Wenn er nur 2 spielt, wäre es ziemlich übel auf jeden Fall. Deswegen, gleich kommt der Call, er wird rausgerufen. Und zur Not machen sie es so, sie haben ja die Pairings und gehen einfach zum nächsten Table, wo eben dann der ist. Dann geben sie ihn, bevor der Schwell dasteht. Kurz schon mal Stress. Jetzt zur Ruhe kommen. Nächste Runde geht ja bald weiter. Geht ziemlich flott. Die haben jetzt so gemacht, dass bei 15 Minuten Cut ist. Heißt, wer bis dorthin sein Ergebnis online noch nicht eingetragen hat, der kriegt automatisch Game Loss. Und zwar beide, also nicht nur du, sondern auch dein Gegner. Beide kriegen Game Loss, was halt krass ist. Aber was ihm hilft, dieses Turnier halt schneller rumzukriegen, beziehungsweise damit es schneller weitergehen kann. Denn in der ersten Runde hatten wir einfach
über einer Stunde, ja, Time Extension. Bedeutet also, wir haben über eine Stunde gewartet, bis es in die nächste Runde geht. Das wird dadurch natürlich verhindert. Ja, online ist praktisch, aber nicht jeder kann damit eben umgehen. Von daher, gute Maßnahme jetzt, dass man eben bei 15 Minuten Cut macht. Also, nächste Runde. Runde 3 ist jetzt ja vorbei. Theoretisch kann man, glaube ich, zu 3 noch toppen. Bloß der Timebreak ist ziemlich schlecht. Bedeutet also, toppen ist quasi möglich, weil du kannst zu 3 vielleicht mit einem guten Timebreak reinkommen. Die haben alle halt einen schlechten Timebreak. Bedeutet also, Public Events. Alle gehen jetzt zu Public Events, melden sich an, eben um Punkte zu sammeln, eben um bei der Prize Wall Preise abzuholen. Dementsprechend wird es hier immer voller und voller. Natürlich vor allen Dingen Runde pro Runde immer mehr. Ey, ihr seht schon, ist echt viel. Hier war in Runde 1 noch nichts. Jetzt hier halt voll. Alle schreiben ihre Decklisten. Schnell, 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 schnell. Ja, guck mal, wen ich gefunden habe. Den lieben Utopia. Ja, nächste Runde. Nicht ganz erfreulich. Unentschieden. Ja, wir sind ins Timeout gekommen. Ich habe gegen Rika gespielt. Kann ich auch mal gegen normale Decks spielen? Ich habe gegen Rika gespielt. Erstes Spiel hat er gewonnen. Wegen Rivalität. Rivalität ist eine gute Karte, definitiv. Dementsprechend leider verloren. Dann Game 2 halt gekommen. Und ja, Nibiru kam dann doch ziemlich gut. Nibiru hat sein ganzes Feld genommen. Ich hatte noch einen Redo und einen Nibiru. Und dann sind wir ins Timeout gekommen. Rivalität wurde wieder geflippt, aber er hatte kein Feld mehr aufgrund Nibiru. Und Redo hatte noch den... Er hatte sogar im Permanence von Gegner gezogen. Bedeutet, ich konnte mit Redoer seinen Token outen. Ja, ein bisschen broken, ich weiß. Ja, und dann mit Nibiru halt angreifen. Und dann hatte ich halt 3000 Lebenspunkte mehr. Nee, sogar mehr. Ich hatte 4000 Lebenspunkte mehr. Aber ich glaube, das Duell wäre am Ende eh an mich gegangen. Aber natürlich wäre es so oder so dann unentschieden. Ist immer schade, wenn es wegen Time-Banded wird. Aber was will man machen? Rika braucht halt wirklich lang für ihre Combo. Ich muss auch zugeben, das einfach nochmal habe ich natürlich nachgelesen. Aber ich denke mal am Ende 1:1. Entweder können jetzt beide zufrieden sein oder beide eben nicht. Ich weiß nicht. Aber wir machen weiter und gehen in die nächste Runde. Das war eine Runde, die nicht so angenehm war. Mein Gegner hat kein Wort geredet, um genau zu sein. Hat er nicht ein... Also ich habe den Würfelwurf gewonnen. Ich habe halt gespielt, Full Combo durch. Und mein Gegner hat einfach nicht ein Wort gesagt. Immer nur so... ja, sein erstes Wort war dann, als er seine erste Karte aktiviert hat. Ist ein bisschen crazy, sehr getryhardet. War daher, ja, nicht so harmonisch, nenne ich es einfach mal. Aber ey, 2-0 am Ende gewonnen, weil er mit Runic Sprite, denn er hat Runic Sprite gespielt, konnte er halt nie in die Battle Phase gehen und konnte halt nie die Monster clearen. Und so hat es am Ende ausgereicht. Und was sehr überraschend ist, ich habe bisher noch gegen keinen deutschen Spieler bisher alle Nationalitäten dabei. Ich meine, das ist nicht schlimm, man kann sich auf Englisch unterhalten, aber ist schon interessant. Also hier sind sehr, sehr viele Deutsche und ja, bisher noch gegen keinen gespielt. Aber vielleicht nächste Runde. Die nächste Runde ist vorbei. Und eigentlich wollte ich etwas zeigen, aber ihr seht es nicht. Noch 6 Minuten. Ich habe diesmal endlich Zeit, wirklich hier ein bisschen Pause zu machen und einfach ein bisschen Luft zu holen. Ich glaube, ich gehe mal raus, frische Luft holen. Die Luft ist echt nicht so gut hier drin. Ja, wieder nicht gegen Meta, sondern gegen Mathe-Mech gespielt. Ja, er hat erstes Game aber gebrickt, der hat Würfelwurf gewonnen. Dadurch habe ich dann gewonnen eben dementsprechend. Zweites Spiel ging hin und her. Ich hatte gut was, aber er hat mich dann OTK mit Talker und Jammer. Ja, war ja klar, ist der Mathe-Mech, ist halt so. Und das dritte Game dann habe ich angefangen. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte gar nicht so gut, ich hatte nur Rhino. Die wurde dann in Permanence. Und dann konnte ich halt passen, aber mit Trap. Trap und Nibiru, ich wusste, der OTK hat mich eh nicht. Ja, er macht ein Summon, ich mach Hafnis, treff alles und ich treff 2 Namen, fang an zu spielen, hab dann ja noch die Falle, negier was, hab noch was, Dragospedia und ja, das war zu viel. Er gibt einfach ab, ich kann spielen und ja, ist halt Game gewesen. Naja, das war's von dieser Runde. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit und ich werde für euch jetzt ein paar Aufnahmen machen mit dem Gimbal, denn die Halle ist voll, morgen wird sie nicht so voll sein, dementsprechend jetzt Gimbal Time. Hast du diesmal mehr zu sagen? Moment, ja. Was willst du denn hören? Okay, gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welcher Runde ich bin und ich glaube, ich habe eine Runde vergessen zu erzählen, aber ist ja nicht so schlimm. Ich stehe jetzt zu 2 Lost, 1 Draw, bedeutet also, wenn ich jetzt verliere, bin ich raus.
Ich weiß gar nicht, ob ich spielen will oder nicht. Obwohl, das Spiel hat eben ziemlich Spaß gemacht. Ich habe gegen Tierelements gespielt, war ziemlich spannend, hat ziemlich lang gedauert und ja, am Ende verloren. Schade, aber Gegner hatte Droplet, um meinen Dweller zu negaten und habe dann selber einen Dweller abbekommen. Ich glaube, verdient dann verloren am Ende, aber so ist das Ganze. Mal gucken, wie die nächste Runde läuft. Ich spiele auf jeden Fall die nächste Runde noch. Und mal gucken einfach, Day 2 oder nicht. Einfach mal gucken. Hier wieder ein Schnitt. Ich wieder später. Ciao. 5-1-2. Ja, Leute, wir sind immer noch an Bubble. 5 Wins, 1 Draw, 2 Lost. Wenn ich alles gewinne, bin ich safe tops, aber bisschen schwierig. Heute wird noch eine Runde gespielt. Mal gucken, was mein Gegner war. Eben mein Gegner spielt 60 Karten und ich habe angefangen, hab Board hingelegt. Er fängt an, Normal Summon to Pass Tiger. Denk mir, was spielt der? Er hat dann aufgegeben sofort. Also, da kam halt nichts mehr eigentlich wirklich. Und dann Game 2, er macht was. Ich mach Effect Rail oder Imp. Ich weiß nicht, eins von beiden. Und er macht quasi wieder Pass. Und dann greife ich an, konnte ihn nicht killen, aber weil ich auch nicht so gut hatte. Er war dran, macht irgendwie ein bisschen was, bringt nichts. Ich bin dran. Und dann gibt er auch auf. Und dann frage ich, was spielst du eigentlich? Antwort, ja, spiel FTK. So, okay, und wie jetzt FTK? Ja, wenn ich Wailer oder ein Permanence fresse, dann verliere ich. So, Leute, da seht ihr mal, 4 Wins, da steht ja wahrscheinlich auch 4-1-2. Einfach nur wegen FTK, weil der Gegner kein Wailer und Permanence hatte. Und jetzt trifft er auf einen und ich schmeiße ihn aus dem Turnier. Naja, so ist das Ganze. Ab in die letzte Runde, mal sehen, ob ich dann Day 2 safe komme oder nicht. Müssen wir mal sehen, also bis gleich. Zurück im Hotel. Ich bin komplett durch. Meine Haare sind auch durch. Die seht ihr, ey, was ist. Ich bin wirklich komplett fertig. Das Schlimmste, eigentlich Gute. Ich bin Tag 2. Bedeutet also, ich muss wieder früh aufstehen. Um 9 Uhr geht's los. Heißt, ich muss früher in der Halle sein. Oh mein Gott. Wird heftig, aber ey, Day 2 ist ziemlich cool. Ich habe 19 Punkte, was ziemlich gut ist. Wenn ich jetzt die letzten 3 Spiele gewinne, bin ich tops. Wenn nicht, dann nicht. Also sobald ich einen Unentschieden oder einen Lost kriege, bin ich halt raus. Ist okay, ist, denke ich mal, eine sehr gute Leistung. Kann damit zufrieden sein. Ja, Leute. Also, für euch wieder nur ein Schnitt und für mich bis morgen. Guten Morgen, beziehungsweise für euch nach dem Schnitt. Wir sind durch die Taschenkontrolle durch. Es ist jetzt noch 20 Minuten, bis die Runde beginnt. Ihr seht, heute ist es deutlich, deutlich leerer. Liegt natürlich auch daran, dass Tag 2 nur 256 Spieler, glaube ich, sein dürfen. Beziehungsweise alle, die eben 18 Punkte plus haben, also nicht so viel. Viele sind natürlich raus, wenn sie jetzt verlieren oder eben sogar einen Draw kriegen, wie bei mir. Aber ich bin gespannt. Ist halt deutlich entspannter und die Luft hier ist wirklich auch viel, viel besser. Aber das Ganze wird sich füllen, denn Public Events gibt es natürlich heute. Es gibt heute Giant Card zu gewinnen und ähnliches. Es gibt eine Mega Regional, also es gibt genug hier zu tun, auch wenn man aus dem Main Event eben raus ist. Aus der Traum. Ja, ich habe verloren, mein Gegner war ultra sympathisch übrigens. Cooles Banner. War ultra sympathisch. Er hat 60 Karten aufgespielt mit Therians, Adventure, Rika, Sunwolf. Die heißt nicht Sunwolf, da ist kein Wolf drin, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ist Haufen gewesen, aber ja, war ganz gut, weil erstes Game, er hat gemisplayed, er war ein bisschen müde noch, ich auch auf jeden Fall. Habe ich easy gewonnen, hat Würfwurf gewonnen, deswegen easy. Zweites Game hat er angefangen natürlich. Ich hatte gar keine Interruption, er legt mir Full Board hin. Gar keine Chance, das war's. Ich habe versucht noch durchzuspielen, hat nicht geklappt. Dann Game 3, ich so, boah, ich habe gute Hand, ich habe auch Mass Change, das ist GG gegen ihn. Ich lege alles hin mit Elf, Merli, Mass Change. Ja, was kriege ich natürlich? Nibiru. Bei einem 60-Karten-Deck, fair enough, würde ich sagen. Ich hatte selber auch noch Nibiru auf der Hand. Dementsprechend war meine Option halt, er macht Full Board und ich Nibiru ihn und dann bin ich nochmal dran und spiele dann. Aber die erste Karte, die aktiviert, ist einfach Adventure Token Engine. Schlecht, würde ich sagen. Nibiru, also, ja, er sucht sich natürlich auch Greif, also von daher war das dann halt gelaufen. Aber ich bin so ein kleiner Sadist, ich habe ihn richtig zittern lassen. Bin nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr und er hat wirklich gespielt. Er hat sich einen abgehastet. Erstmal Respekt an ihn, dass er das so clean und schnell gespielt, weil er kann ja theoretisch sich Lebenspunkte geben und könnte darüber gewinnen, aber er wollte über Battleface gewinnen. Also finde ich ziemlich korrekt und ich wusste halt, als er Greif auf dem Feld war, ich habe verloren. Aber ich habe ihn halt einfach weitermachen lassen. Erstmal noch so eine Minute spielen lassen, bis ich ihn dann erlöst habe. Ich habe gesagt so, okay, ey hier, ich aktiviere Nibiru. Er so greift, ich aktiviere Nibiru. Ich hatte nämlich 2 auf der Hand.
Ich so, ja, GG. Und er so, boah. Ich so, ja, sorry. Ich wollte ihn noch ein bisschen zappeln lassen. Ja, war ein super sympathischer Typ. Ich hoffe, der Top wirklich wäre ziemlich cool. Nice Runde. Ja, Main Event. Ich spiele jetzt noch die letzten zwei Runden auf jeden Fall durch. Warum nicht? Wenn ich schon Tag 2 bin, dann kann er auch wenigstens spielen. Ja, dementsprechend kriegen wir ein Update von 2 Runden. Und dann ist auch Main Event, die Vorrunde vorbei, und dann ist Top Cut. Da gucken wir natürlich auch vorbei, nicht als Spieler, sondern eben dann als Zuschauer. Ich werde auf jeden Fall filmen, für den Top Cut filmen und ja, Schnitt. Wie zu erwarten, freilos, yeah. Ja, man kann nicht mehr toppen, also droppen die meisten raus. Ja, und mir geht es nicht nur so, sondern... Mir auch. Ja, ihm genauso. Und ja, er hat gesagt, wollen wir eine Runde spielen. Und ich denke mal, wir haben noch genug Zeit bis zur nächsten Runde. 30 Minuten. Ja, eben, deswegen spielen wir jetzt noch eine Runde. Also... Letzte Runde ist dann Inhalt so, keine Ahnung, 30, 40 Minuten. Bis dann. Also, Vorrunden sind vorbei. Letzte Runde, kurz und knackig. Mein Gegner kam nicht. Jack Quincy wollte nicht spielen gegen mich. Ist okay. Wir sehen hier schon, das alles hier ist Vorbereitung für den Top Cut. Top 64 wird hier gespielt. Letztes Spiel ist gerade vorbeigegangen. Viele hoffen noch, weil zu 3 ist man nicht safe drin, nur eventuell. Aber viele sind halt schon sicher, viele nicht. Und wieder, das ist das Ganze hier. Ich kann es mal zeigen. Ist halt wirklich so eine Art abgesperrter Bereich. Ist halt ziemlich nice, weil man hier dann in Ruhe spielen kann und die Judges halt dann genug Platz haben, dass man dann hier eben spielen kann. Ja, ist nice. Ich wollte das einmal zeigen, natürlich wenn es leer ist. Ich zeige es auch nochmal, wenn es voll ist, wenn alle spielen. Aber dann kann ich natürlich nur von außerhalb, weil man will die Leute nicht stören, weil die konzentrieren sich. Und die sind auch durch. Ihr wisst noch, ich war mega durch nach Runde 9. Und jetzt ist Runde 12, ist Runde 13 für die. Die haben wenig Schlaf gehabt, die sind völlig durch. Ja, da brauchen die auf jeden Fall Ruhe, dass sie wirklich kein Missplay machen. Also, wir gucken mal, wie der Topcard wird. Bis dann. Letzte strategische Vorbereitung hier. Judges besprechen sich. Wer hat hier welchen Tisch? Wer hat hier welchen Floor? Man könnte fast wissen, es ist eine taktische Besprechung. Nein, aber es muss natürlich abgeklärt werden, wer wofür zuständig ist, weil es natürlich wichtig. Topcut und hier können Entscheidungen halt für Sieg und Niederlage entscheiden. Und wir sehen hier natürlich Topcut, die Leute sitzen hier schon. Angespannt, es geht gleich los. Da kommt der Call und deswegen lasse ich ihn mal reden. Und wir melden uns später. Der Vlog geht gegen Ende hin, aber auf der YCS in London habe ich viele Leute vorgestellt, die ich kenne. Und ich habe jemanden auf diesem Event vermisst. Und zwar Moritz. Ja, ich sehe leider nicht im besten Zustand. Leider, leider. Ich habe dich vermisst. Wo warst du? Ich war dieses Wochenende im Deckcheck, ist einfach meine Verletzung geschuldet. Da kann ich natürlich nicht rumlaufen, also ich judge nach wie vor. Ja, und heute halt nicht so sichtbar wie sonst immer. Was magst du lieber, Deckcheck oder Headjudge? Ich finde beides interessant. Beides sind natürlich wichtige Positionen innerhalb des Staff-Teams. Ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viel gehedjudged, deswegen war es mal wieder sehr interessant, auf der anderen Seite des Turniers zu sehen. Eine gute Abwechslung. Auf alle Fälle. Aber wird man in Zukunft wieder als Headjudge sehen? Also ich habe den Schuh noch eine Weile, aber mal sehen. Mal sehen. Das macht auf jeden Fall Spaß. So, ich habe mir hier mal jemanden geschnappt. Und zwar, wie war das Event für dich? It was very nice. I mean, my goal for these events is to, you know, do deck profiles, records, maybe play a couple of times in on day one. We'll see if we do well or not, but I mean, it's day two now, getting some videos from top 8, and later tonight we'll return home. Jo, danke sehr. Okay. Schönen Tag noch. Thank you. Ich habe hier mal zwei bekannte Gesichter geschnappt, und zwar, wie war das Event bisher? Fantastisch. Ja? Ja. Lief gut? Atemberaubend, auf jeden Fall. Mega viele Rogue Decks auch im Feature Match gehabt, deswegen, so konnte man sich nur wünschen, jetzt gewinnt Sprite das ganze Ding, so hat man es auch absehen können. Ja, absolut das beste Deck, gewinnt auch, verdient, gute Spieler, top. Top, ich habe hier jemand ganz Besonderes gefunden. Was hast du geschafft, beziehungsweise was hast du da? Ja, ich habe hier die erste von den neuen Preiskarten in Europa und ich habe die bei den Random Playoffs gewonnen und bin damit auch der Erste, der sie bekommen hat, weil sie zum ersten Mal rausgegeben wurde und dann durch das Main Event noch gespielt wird, ist das hier die allererste, die es jemals gab. Mega nice, sieht richtig cool aus. Danke sehr. Okay, dritter Versuch. Okay. Möchtest du was sagen? Havnis, ich hasse dich. Ich hasse Telemans. Telemans ist Schmutz. Möchtest du noch jemanden grüßen? Danke. Event ist vorbei und vielleicht wisst ihr, wen ich gleich reinholen will. Er kam zu spät.
Aber war dennoch pünktlich. Ja, wie lief's Hauptevent? Hauptevent war 3-3, hatte ich keinen Bock mehr. Okay, verstehe ich. Hat dann gesagt, oh, machen wir noch ein Public Event. Okay, bin ich 3-0 durchgegangen, erste Matte geholt. Day 2 dann nochmal ein Public Event gemacht, wo man doppelte Punktzahl kriegt. Auch 4-0 gegangen. Oha. Haben wir nochmal zwei Matten geholt. Oha, eine Regio-Matte und eine sehr coole andere Matte. Und ja, also 7-0 Public, 3-3 Main Event. Da sieht man halt, wie luck-based das Game ist. YCS Dortmund, bist du dabei? Ja, definitiv. Wie wäre es einfach, nur Public Event zu spielen? Also momentan vielleicht ja, aber allgemein, wenn es die Ordeal of the Traveler wieder gibt, dann müsst ihr auf jeden Fall teilnehmen. Aber wie ist das eigentlich? Ist noch nichts angekündigt, ne? Nee, eigentlich theoretisch wäre das jetzt schon das vierte Event, wenn wir 2019-20 Saison mitnehmen. Das waren 3 YCS, das wäre jetzt die vierte theoretisch. Ja, aber ich glaube, das machen sie nicht, oder? Nee, also machen wenn, sie nein. Aber warte, wir haben doch jetzt auch schon, ne? 2, das wäre ja die dritte dann schon, ne? Normalerweise ist es halt so, dass sie es pro Jahr machen. Und in diesem Jahr hatten wir jetzt, das ist jetzt die erste, die nächste wäre die zweite erst. Ach so. Die machen das über ein Jahr und nicht über eine Saison normalerweise für die Ordeal. Müssen wir mal schauen, ob die Bock drauf haben. Die sagen ja immer, vielleicht nicht. Es wäre cool, dann hätten wir jetzt erst alles mitgenommen. Ja, also dafür würde ich es halt so, trotzdem mitspielen. Aber ansonsten, Public Events lohnen sich schon ganz gut, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Dann wünsche ich dir eine gute Heimfahrt. Danke. Und man sieht sich. Ja. So, und diesmal sage ich extra so, denn es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ihr seht hier, Feature mit ist da. Das Finale steht jetzt an. Ich fahre jetzt aber schon, weil es ist echt noch ein gutes Stückchen nach Hause. Vor allem mit Auto. Einfach halt ja, von hier eben weg. Dementsprechend verlasse ich jetzt hier die Venue. Noch viele da, viele, die eben hier jetzt einfach gucken und dementsprechend das Finale genießen. Was kann ich abschließend sagen? Es war wieder eine ultra coole YCS. Es war super cool. Spielerisch lief sogar auch gut. Sogar fast besser als erwartet. Ich bin übrigens am Ende 129. geworden. Also ich bin sehr dankbar, dass es keinen Top-Cut für 128 gab. Weil sonst wäre ich ganz knapp nicht drin gewesen. Dementsprechend bei Top 64. Ganz entspannt, alles easy. Ist ganz gut. Kann ich mit zufrieden sein dann auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, viele Gesichter gesehen. Hat mega Spaß gemacht. Oh ja, so ein Event ist immer krass. Aber ist auch sehr anstrengend. Ich muss sagen, ich bin gut durch und freue mich jetzt auch, wieder mal ausschlafen zu können, denn das war heute überhaupt nicht drin. Die Rückreise erspare ich euch mal einfach und ich würde sagen, ich beende hiermit einfach den Vlog, weil ja, ist auch genug. Denkt dran, Leute, euch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.